Die sogenannten Klimakleber der letzten Generation wollen ins Europaparlament einziehen. Die Sprecherin der Protestgruppe kündigte an, dass man den Widerstand von der Straße jetzt auch ins Parlament bringen wolle. Dafür müssten sie etwa 250.000 Stimmen bekommen, um auf die benötigten 0,5% Stimmanteil zu kommen. In den vergangenen 2 Jahren war die letzte Generation vor allem mit Straßenblockaden und Farbanschlägen aufgefallen. Zuletzt kündigte sie eine Neuausrichtung an. Klebeaktionen soll es in Zukunft wohl nicht mehr geben.